Hallo Leute, da bin ich schon wieder und auch gleich wieder mit einer Tabakbesprechung oder einem Tabakreview von mir zu einem Tabak, wo ich denke, dass er in Deutschland, also zumindest soweit wie ich das weiß, ja leider doch schon fast ein Nischendasein führt, was ich aber allerdings persönlich völlig ungerechtfertigt finde. Und zwar geht es heute um den Squadron Leader von Samuel Gavitz. Ja, fangen wir einfach mal an. Also ich lese mal kurz vor, da geht mal wieder, was da hinten so draufsteht. Originalrezept, bla bla bla. Also dunkle und helle Virginias mit Latakia und Türkisch, also eine Variante eines Orient-Tabaks. Für mich ist dieser Tabak, kann ich ganz ehrlich sagen, so der Engländer schlechthin geworden. Ja, also er hat auch bei mir den bis dato oder bis vor einiger Zeit, bis vor ein paar Monaten, war es der Early Morning Pipe von Dunhill. Und seitdem ich den Squadron Leader von Samuel Gavitz kenne, ist es dieser. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich persönlich ihn für den besseren EMP halte. Und er ist für mich wirklich so der Engländer schlechthin. Also das ist, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. So habe ich mir immer so einen typischen englischen, eine englische Mischung vorgestellt. Also bei Sherlock Holmes zum Beispiel oder so. Weiß ich nicht. Ist halt so und ich assoziiere es einfach damit. Der Tabak ist mittelstark, so steht zumindest auf der Dose drauf. Ja, mag sein, keine Ahnung. Ich finde ihn persönlich relativ leicht. Also damit auch ein Kandidat, den man wirklich zu jeder oder den ich zu jeder Tageszeit rauchen kann. Und auch immer wieder gerne. Er ist dem EMP vom Geschmack her wirklich nicht ganz unähnlich, zugegebenermaßen. Aber kommen wir mal einfach mal zum Tabakbild. Also wie sieht dieser Tabak überhaupt aus? Ich weiß nicht, ob man das jetzt, ich halte es einfach mal in die Kamera. Man sieht die hellen und auch die hellen Sprenkel der Virginias, die dunkleren Virginias, auch den Anteil an Latakia da drin und glaube auch so ein bisschen die Oriental-Bestandteile, die ja dem Virginia recht ähnlich sehen. Riechen tut der wie so ein typischer Engländer halt. Also. Klar, der Latakia kommt durch mit seiner Rauchigkeit. So ein bisschen auch die Orientals und die Virginias irgendwie auch, aber halt nur so ein bisschen hintergründig. Ich hatte das, glaube ich, bei dem Hollis Discovery schon mal gesagt gehabt, ich assoziiere mit diesen Latakia Virginia Tabaken, wo Latakia wirklich nur als Würztabak enthalten ist und nicht übermäßig, also so 60% oder so wie beim Fayum Cake. Oder Fayum von H.U. Tabacco, habe ich immer so ein, ich weiß nicht, so ein buttriert, also nicht wie Butter riecht, sondern ich kann es schlecht beschreiben, so wie zerlassene Butter, die schon so Richtung Braun geht, wenn man so über einen Rosenkohl rüber macht oder so. So, das assoziiere ich damit immer, so Saba. Was andere kann ich das so nicht sagen. Schmecken tut er mir sehr gut. Also ist ein absolut tolles Kraut. Kann man nicht anders sagen. Die Virginia-Süße kommt durch, klar, logisch, weil dafür ist der Latakia-Anteil einfach auch nicht hoch genug in diesem Tabak. Durch diese dunklen Virginias ist die Süße aber eher so auf der Ahornsirup-Seite, sage ich jetzt mal. So ein bisschen würzig, süßig, süß, süßlich. Oh mein Gott, schweres Wort. Der Latakia kommt auch durch, klar, kein Thema. Und die Orientals sorgen halt für so ein gewisses Prickeln. Also das ist halt schon ein angenehmer Tabak, ein angenehmer Zeitgenosse. Der, glaube ich, auch für Einsteiger in die Welt der Latakia oder Engländer oder Balkan-Mixtures oder wie auch immer man es jetzt nennen mag,
also auch für solche Leute gut geeignet ist, aus dem ganz einfachen Grund, weil er eben nicht fordert. Und ja, mehr gibt es eigentlich zu dem Tabak gar nicht zu sagen. Ich kann nur jedem empfehlen, der den Einstieg in die englischen Mischungen oder Latakia-Mischungen oder Balkan-Mischungen, ich glaube, jeder hat da so seine eigenen Fimmel und eigene Bezeichnung dafür, wagen möchte, weil er aus meiner Sicht heraus dafür wunderbarst geeignet ist. Das war es auch schon. Alles klar, bis die Tage. Ciao.